Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. Und heute soll es mal um gute und günstige Gaming-Bürostühle gehen, beziehungsweise Gaming-Chairs. Und die wollen wir uns heute also mal angucken, denn die haben wirklich sehr viele Vorteile. Also ich würde sagen, wir beginnen auch mal direkt und schauen uns mal heute die Top 5 der besten und liebsten guten Gaming-Stühle an. Da sind sehr namhafte Hersteller auch mit dabei und die werden wir heute mit sämtlichen Vor- und Nachteilen mal miteinander vergleichen und dann auch zum Schluss selbstverständlich unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also spannend, bleibt daher bis zum Ende dran, dann würde ich sagen, geht's auch gleich los. Wir fangen direkt an und starten am besten durch, und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der GT Player GTP 7264-84. Wir gehen mal kurz zuallererst die Vor- und Nachteile durch. Wir haben also hier zum einen mal einen sehr guten Preis. Er ist einfach zu verstellen, hat ein Lendenkissen mit dabei, bequeme Armlehnen, er ist sehr rückenschonend, belastbar und es gibt diesen Gaming-Stuhl in mehreren unterschiedlichen Farbkombinationen. Die Nachteile, er wackelt etwas und der Sitz ist teilweise auch etwas härter, aber das alles natürlich etwas ja eine Gewöhnungssache. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier 135 Kilogramm Belastbarkeit, eine sehr schöne große Sitzfläche. Er ist auch hier fürs lange Sitzen ausgelegt, hat PU Kunstleder mit dabei und die Gesamthöhe beträgt 127 cm. Das Eigengewicht 20 Kilogramm, also auch hier wirklich ein sehr gut durchdachter Stuhl. Und ich würde sagen, wir schauen uns den nochmal hier direkt auf der Produktseite an. Den Link dazu, um hierher zu kommen, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. Es gibt hier, wie vorhin schon erwähnt, unterschiedliche Farben. Da soll ja eigentlich für jeden was dabei sein. Und auch der Preis kann sich sehen lassen, 169 Euro, also auch hier wirklich ein sehr günstiger Gaming-Stuhl, der auch hier dennoch eine sehr gute Qualität aufweist. Wir gehen mal kurz die weiteren Details dazu durch. Hier nochmal kurz ein paar technische Daten und die Abmaße. Dann hier nochmal ein paar schöne Abbildungen, wie im Grunde hier dieser GT Player Gaming Stuhl auch eingesetzt werden kann. Er wurde hier auch ausgezeichnet und ist auch hier sonst ein sehr guter und preisgekrönter Gaming Stuhl mit einem tollen Komfort. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz die Bewertungen dazu durch. Dazu gehen wir etwas weiter runter. Und da können wir auch schon sehen, dass der Gaming-Stuhl hier auch sehr gut sozusagen abschneidet. Das ist ein toller Gaming-Stuhl. Auch hier wirklich toll unspected. An sich klasse und auch sonst gibt es hier wirklich sehr viele gute Bewertungen. Also klickt mal den Link unten an, da kommt ihr direkt drauf. Und da gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 4. Und auf diesem Platz landet bei uns der Dovinix LS668-901 Gaming Bürostuhl. Auch ein sehr interessanter Mix. Wir gehen mal kurz die Vor- und Nachteile durch. Wir haben hier einen sehr guten Preis, einen Gaming-Stuhl, der auch hier sehr einfach zu verstellen ist. Auch hier sehr bequeme Armlehnen. Es gibt hier sogar eine Massagefunktion. Er ist sehr rückenschonend und auch belastbar. Die Nachteile, eine etwas mittelmäßige Qualität und die Rollen sind teilweise auch etwas dünn. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch hier gleich mal kurz weiter und zwar auf die Produktdetails. Und da kann man schon sehen, wir haben also hier bis 200 Kilogramm Belastbarkeit, also hier hält er wirklich ein sehr hohes Gewicht aus. Wir haben ein ergonomisches Kissen mit einem Massagegerät dabei, er ist SGS zertifiziert, hat eine Gesamthöhe von bis zu 133 cm und ein Eigengewicht von gerade einmal 23 Kilogramm. Und dann gehen wir auch gleich hier mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Selbstverständlich ist auch hier unten in der Videobeschreibung der Link dazu. Also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann müsst ihr euch diesen Bürostuhl nicht nochmal selbst manuell auf Amazon heraussuchen. Es gibt hier verschiedene Farben zur Auswahl und der Preis 249 Euro, der kann sich hier auf jeden Fall sehen lassen. Also ein sehr interessanter Mix aus einem Gaming-Bürostuhl, der auch hier wirklich sehr gut fürs Homeoffice geeignet ist. Hier nochmal weitere Details im Überblick. Er ist hier wirklich sehr schön gefertigt, weist eine sehr schöne hochwertige Struktur auf und hat hier wirklich sehr viele Funktionen wie ein Massagekissen und eine Fußstütze, die auch hier wirklich exzellent für den Preis sind. Jetzt gehen wir zum Schluss mal kurz hier die Bewertungen durch. Die sehen auch sehr gut aus. Preis, Leistung einfach top, super Stuhl. Und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche tolle Bewertungen. Und auch sonst ist es hier wirklich ein sehr bequemer Stuhl im Low-Budget-Bereich. Also schaue ich den mal an, der ist wirklich sehr interessant, sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich weiter und zwar zu Platz 3. Und auf diesem Platz landet bei uns der Oversteel Ultimate Bürostuhl bzw. Gamingstuhl. Und da würde ich sagen, ich gehe auch hier mal kurz die Vor- und Nachteile durch. Wir haben also hier zum einen mal wirklich einen sehr guten Preis. Es gibt eine sehr große Farbauswahl, wir haben sehr einfach zu verstellen. Wir haben hier 2D-Armlehnen, eine Kopfstütze, er ist langlebig und hat auch hier sonst wirklich sehr bequeme Armlehnen an der Seite dran. Die Nachteile, er ist leider etwas schwerer
noch, die Rollen sind teilweise etwas dünn. Da lohnt es sich also mal, die Rollen vielleicht auch nachweislich nochmal auszutauschen. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also eine Belastbarkeit von bis zu 120 Kilogramm, eine Rückenlehne, die bis zu 180 Grad neigbar ist. Es ist ein sehr gut gepolsterter Sitz vorhanden, ergonomische Kissen und eine Gesamthöhe von bis zu 131 cm. Das Eigengewicht beträgt 20 Kilogramm, was auch hier vollkommen in Ordnung ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter, und zwar zur Produktseite, und unten in der Videobeschreibung, da gibt es den Link dazu, also klickt mal drauf, dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite und müsst euch den Gaming-Stuhl nicht mal selbst manuell heraussuchen. Dann gehen wir kurz auf die Farbauswahl ein, da gibt es hier wirklich sehr viele unterschiedliche Farben, auch hier sieht es wirklich gut aus, der Preis 124 €, also auch hier wirklich ein Amazon-Tipp, ein sehr gutes und beliebtes Produkt, was auch hier tolle Bewertungen genießt. Hier nochmal die weiteren Details dazu, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz ein paar Bilder dazu an, so sieht es im Grunde aus. Es gibt hier wie gesagt sehr viele Farbkombinationen zur Auswahl, er ist sehr anpassungsfähig und auch sonst bietet er wirklich sehr viele Features an, die hier in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind. Wir gehen zum Schluss mal kurz die Bewertungen durch, denn die fallen auch hier wirklich überdurchschnittlich gut aus. Da können wir schon sehen, wir haben also hier wirklich ja, einen sehr guten Gaming-Stuhl. Er ist sehr bequem und auch sonst ist er wirklich ein toller Gaming-Stuhl, der hier vielen Leuten sehr gefällt und ist zu einem sehr guten Preis. Also schaue ich den mal an. Den Link dazu, den gibt es wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal auf den Link drauf. Und dann könnt ihr euch hier nochmal die Bewertungen auch jetzt nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Dann gehen wir auch gleich weiter, und zwar zu Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der Corsair T3 Rush. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Vor- und Nachteile ein. Und da können wir schon sehen, wir haben also hier einen sehr guten Preis. Er ist atmungsaktiv, lässt sich auch hier sehr einfach verstellen, hat 4D-Armlehnen in Nackenkissen. Er ist sehr rückenschonend, belastbar und auch hier sehr komfortabel. Der einzige Nachteil, eine etwas mittelmäßige Qualität, aber ich denke mal, mit diesem kleinen Abstrich muss man leben, weil der Bürostuhl auch hier sonst immer noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wir gehen mal kurz zu den Produktdetails. Wir haben also hier bis 120 Kilogramm Belastbarkeit. Es gibt ein ergonomisches Kissen, was mit dabei ist. Es ist ein sehr weicher Stoff, es gibt eine Lendenstütze und eine Sitzhöhe von bis zu 54 cm. Das Eigengewicht beträgt 22 Kilogramm, was auch hier vollkommen im Durchschnitt ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Unten in der Videobeschreibung, da gibt es den Link dazu. Klickt mal drauf, da kommt ihr jetzt genau hierher. Und da gehen wir hier nochmal sämtliche weitere Daten dazu durch. Also sieht zwar wirklich sehr gut aus. Auch hier gibt es selbstverständlich verschiedene Farbkombinationen. 3 zur Auswahl. Das sollte auch für jeden was dabei sein. Der Preis 266 €. Ist ja auch wirklich sehr günstig, dafür, dass wir wirklich einen namhaften Hersteller haben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz die weiteren Details etwas näher durch. Da stehen dann nochmal hier kurz die Gewichte drin, beziehungsweise die Abmaße vom Paket und vom Bürostuhl. Hier nochmal ein paar Bilder, wie man den verwenden kann. Auch hier sehr atmungsaktiv. Man kann ihn wirklich sehr gut anpassen und auch entspannen. Und auch sonst ist es hier wirklich ein sehr tolles Gaming-Stuhl-Set, was hier auf keinen Fall am PC fehlen darf. Wir gehen zum Schluss mal kurz in die Bewertungen dazu durch. Wir haben also hier wirklich einen sehr soliden Stuhl. Er ist wirklich ein toller Gaming-Stuhl von Corsair und auch sonst hier wirklich eine super Gelegenheit, um hier mal zuzugreifen. Also klickt mal auf den Link drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal kurz weiter, und zwar zu unserem Vergleichssieger, der hier auf Platz 1 landet. Und auf diesem Platz landet bei uns der HP Sedadle Gaming-Stuhl. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir direkt kurz auf die Vorteile ein, und da kann man schon sehen, wir haben also hier zum einen mal einen sehr guten Preis. Er ist gut verstellbar, hat ein Lendenkissen mit dabei, ein Kopfkissen, 4D-Armlehnen. Er ist sehr komfortabel, rückenschonend und auch hier wirklich sehr gut belastbar. Der einzige Nachteil, die Armlehnen, die könnten teilweise mal etwas wackeln. Aber ich denke mal, darüber kann man dann durchaus hinwegsehen. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier eine Belastbarkeit von bis zu 136 Kilogramm in Racing-Stil. Wir haben hier einen gut gepolsterten Sitz, einen 5-Sterne-Stahlfuß, eine Sitzhöhe von 45 bis 52 cm und ein Eigengewicht von 27 Kilogramm. Sieht soweit wirklich alles sehr gut aus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch hier gleich mal kurz weiter, und zwar auf die Produktseite drauf. Und auch hier gibt es selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran Interesse haben solltet, klickt mal jetzt direkt den Link dazu an. Dann würde ich sagen, schwenken wir mal gleich kurz rüber, und zwar zum Preis, denn der ist hier wirklich auch unschlagbar günstig.
Und zwar kostet der Gaming-Stuhl aktuell so 319 Euro rum. Und dafür haben wir hier wirklich ein sehr hochwertiges Produkt von HP, was auch hier im Grunde wirklich ein tolles Produkt auf Amazon ist und sehr gute Bewertungen genießt. Hier nochmal der Gaming-Stuhl im Detail. Er ist hier wirklich sehr schön verarbeitet, weist auch hier wirklich sehr viele Funktionen auf. Und auch sonst gibt es hier im Grunde keine großen Kritikpunkte. Also ein sehr durchdachter Gaming-Stuhl, der hier wirklich ja, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, wie auch vorhin schon erwähnt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Schluss nochmal kurz die Bewertungen durch und gehen dazu nochmal etwas weiter runter. Und dann kann man schon sehen, wir haben also hier wirklich einen sehr guten Gaming-Stuhl. Er ist wirklich hier top und auch sonst gibt es hier ja keinen großartigen Kritikpunkt. Also schau dich den mal an, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, es steht also fest, wir haben jetzt hier unseren Vergleichssieger gefunden, das ist der HP Citadel und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal kurz auf die wichtigsten Vorteile ein. Wir haben also hier zum einen einen sehr guten Preis, er ist gut verstellbar, hat ein Lendenkissen mit dabei, Kopfkissen und natürlich auch hier 4D-Armlehnen. Soweit, so gut. Das war's jetzt hier zu diesen Gaming-Stühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen und Links, die gibt's natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal drauf und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.